Die Aussage lautet, diese Person ist homosexuell. Wenn ihr glaubt, dass die Aussage zutrifft, bitte einen Schritt nach vorne. Manche haben so für mich immer so einen femininen Touch. Jeder von uns hat Vorurteile und jeder zieht irgendwie eine Schublade auf. Diese Person kommt aus Ostdeutschland. Viele haben bunte Haare. In dem Moment muss man sich ja quasi nackt machen, was Vorurteile angeht. Letzte Möglichkeit. Ja, das ist hier wieder ein Vorurteil, weil du so denkst. Ja oder nein? Wir haben 5 Menschen eingeladen mit ganz unterschiedlichen Ansichten. Gleich begegnen sie sich zum ersten Mal. Welche gegenseitigen Vorurteile haben sie und in welche Schubladen werden sie sich stecken? Darum geht es in unserem ersten Versuch. Dann würde ich mal sagen, die erste Person bitte ich in die Box. Die Aussage lautet, diese Person ist homosexuell. Warum bist du direkt vor? Das hätte ich auch gefragt. Ich habe viele Homosexuelle im Freundeskreis und mein Gefühl hat mir sofort gesagt, ja. Und warum? Der Ring. Viele meiner Freunde haben große Ringe. Also ich kenne ganz viele richtige Männer, die solche Ringe haben. Deswegen kann ich es nicht am Ring sagen. Da muss ich natürlich fragen, kommen Homosexuelle nicht als richtige Männer rüber? Manche haben so für mich immer so einen femininen Touch, also die, die ich kenne. Ja, so ein Schwuler, der hat auch einen schwulen Touch und ne, das sagt man ja dann so. Und man ordnet den automatisch selbst ein, auch wenn es vielleicht auch nicht gar nicht richtig ist. Aber im Kopf ist es erstmal so ein Klick, dass man sagt, okay, der ist schwul. Aber was ist bei dir so der Frauentouch? Ich glaube, manchmal die ist ein bisschen einfühlsamere und manchmal auch empathischere für mich. Und was ist dann ein richtiger Mann? Ein richtiger Mann? Das ist schwer, eine schwere Frage, ein richtiger Mann. Muss er Muskeln haben, Gerüstdauer sein. Nein, das nicht. Ne? Aber auch die Frau über die Schwelle tragen können. Voll Vorteil hier. Ich habe nur gedacht, für ihn ist es unangenehm. Das war so, wo ich dachte, oh Mensch, der Arme, jetzt irgendwie ist es auch ein bisschen gemein. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich wäre am liebsten, hätte ich mich gar nicht bewegt. Ja. Ich fand es super schwierig. Da jetzt irgendwie Ja oder Nein zu sagen. Und in mir hat trotzdem irgendwas gesagt, ja, ich gehe nach vorne. Dass ja in dem Moment man sich ja quasi eigentlich schon nackt machen muss, was Vorurteile angeht. Und weil ich von mir selber eigentlich nicht vorurteilsbehaftet sein möchte und dem Moment aber da halt total mit konfrontiert werde, dass ich es doch bin. Das ist Johnny. Also ich heiße Johnny und ich bin nicht homosexuell. Und ist es jetzt für dich, wie war diese Diskussion? Das ist ja interessant jetzt. Es ist schon sehr erstaunlich, dass es halt auch die Leute das denken, weil anscheinend irgendwas ist da, was die Leute das halt irgendwie sehen oder wie auch immer. Aber es war schon ein bisschen merkwürdig, über ein Thema zu sprechen, wo es absolut gar nicht mich so ernst im Leben beschäftigt hat. Also ich habe erst Stellung bezogen und musste das begründen, das ging ja noch, ja. Und dann hat er gesagt, nee, ist nicht so. Und dann komme ich natürlich schon ins Grübeln und denke, oh, schwupps, welche Schublade habe ich denn da jetzt eben bedient? Für mich war das eigentlich egal. Ich wusste nur, dass das eine Frage ist, die jetzt unbedingt nicht mit meiner Identität zu tun hat. Aber es ist sehr wichtig, dass man von außen, wie man gesehen wird, weil wie man in der Gesellschaft wahrgenommen wird, so sind auch diese ersten Eindrücke sehr wichtig. Was schon beim ersten Eindruck im Kopf passiert, bezeichnet die Wissenschaft als soziale Kategorisierung. Wir ordnen das Gegenüber in eine Schublade ein. Warum hat eine Mehrheit Johnny in die Kategorie homosexueller Mann gesteckt? Durch die Frage wird eine Hypothese aktiviert. Und dann sucht man nach Informationen, die die bestätigen. Und da wird ein klassisches Rollenbild aktiviert, nämlich was ist ein typischer Mann, ist ja auch ausgesprochen worden. Und dann guckt man, passt das dazu oder nicht. Und alles, was so ein bisschen abweichend davon ist, wird dann als Hinweis ausgewertet. Ah ja, die Hypothese, diese Person ist homosexuell, ist bestätigt. Warum denken wir in Schubladen? Weil wir sonst gar nicht denken könnten, tatsächlich. Wir müssen kategorisieren. Ansonsten würde die Information, die auf uns einprasselt von anderen, uns total überfordern. Deshalb ist es leichter, schnell zu überlegen, Mann, Frau, alt, jung, schwarz, weiß,
Das kann dann zu Fehlurteilen führen, absolut. Aber es erlaubt uns, schnell zu agieren. Die nächste Aussage. Diese Person lebt vom Geld ihres Partners. Das ist ein ganz klares Nein. Ja, ihre ganze Körperhaltung wirkt so selbstsicher und selbstständig. Deswegen, ich war mir eigentlich direkt klar, dass ich stehen bleibe. Das ist mir auch so gegangen. Also ich würde dich auch so einschätzen, dass du mit beiden Beinen im Leben stehst und eigenes Geld verdienst. Da habe ich mir vorhin tatsächlich danach Gedanken gemacht. Ich so, möchte ich das auch, dass ich so selbstbewusst dann rüberkomme, wie mich jetzt jeder sieht? Bin ich überhaupt immer so selbstbewusst? Das heißt aber auf der anderen Seite, dass eine Person, die nicht selbstbewusst wirkt, immer vom Geld des Partners lebt? Man koppelt es irgendwie so ein bisschen, also dass eine Abhängigkeit auch irgendwie, also eine finanzielle Abhängigkeit, als wenn man das sehen könnte, was natürlich Quatsch ist. So. Aber das, ja, das Bild entsteht irgendwie in mir. Wir nehmen an, dass die Person generell so ist, wie sie uns gerade erscheint. Sie ist also selbstbewusst. Na, und das war auch ein sehr schönes Klischee, dass eine Frau, die nicht dem eigenen Beruf nachgeht, die ist schwach und abhängig. Das scheint sie nicht zu sein, deshalb. Ja, also auch da merkt man, dass da ganz klare Rollenerwartungen wieder dahinter stehen. Das ist Julia. Und Julia ist von Beruf, magst du es selbst sagen? Schornsteinfegerin. Ach, guck, selbstständig auch. Also verdiene ich mein eigenes Geld. Wie ist das sonst? Sehen die Leute das immer sofort? So. Nein, das sehen die nicht sofort. Im Gegenteil. Also es ist eigentlich eher anders. Und woran liegt das? Naja, ich bin ja trotz dessen eine Frau, obwohl ich in einem Männerberuf arbeite. Und ich glaube, ich strahle das einfach nicht so aus, dieses typische Bild, was man sagt, okay, die arbeitet auch in einem Handwerksberuf und ist auch selbstständig und macht das alles. Ne? Ich glaube, ich strahle einfach was anderes auch, weil ich mich auch weiblich kleide und weil ich wahrscheinlich dann zu feminin rüberkomme. Ich hätte einfach nie und immer damit gerechnet, dass sie Schornsteinfegerin ist. Wenn ich jetzt einen Beruf so ihr zuschreiben hätte müssen, dann wäre es, glaube ich, Fitness gewesen. Also sie passt für mich total in ein Fitnessstudio. Die Aussage über die Person in der Box lautet, diese Person kommt aus Ostdeutschland. Schaut genau hin. Ich glaube schon. Also ich verbinde mit Ostdeutschland, Berlin oder sowas die Ecke und ich finde, du bist ein lockerer Typ, du bist so cool gekleidet, auch mit deinen Tunnels im Ohr. Ich glaube, das ist dieser Lifestyle, der da lebt. Und ich glaube einfach, ich persönlich glaube einfach, du kommst daher. Also der Lifestyle hat ja eigentlich mit Ost oder West nichts zu tun. Also mit Berlin, okay, aber gibt's da Ost oder West? Obwohl viele haben blonde Haare. Jetzt nicht die Punk-Szene gesehen, aber da sagt man ja, dass die Ostdeutschen da was nachzuholen haben, was die Farbe auf dem Kopf angeht. Ein Klischee empfinde ich es nicht. Aufgrund der Tatsache, dass ich in der Familie Friseurinnen habe. Da steckt ja ein bisschen mehr dahinter als Klischee. Also was assoziieren wir denn mit Leuten, die sich oft die Haare färben und vielleicht manchmal nicht gekonnt die Haare färben oder so? Ja, da assoziieren wir eine geringere soziale Klasse oder Status mit. Und das ist halt ist die Erwartung für Ostdeutschland beispielsweise. Da geht es gar nicht um Haarfarbe. Aber das ist so ein Interpretationsmuster, das dem so ein bisschen unterliegt. Also ich habe mich fürs Ja entschieden, weil ich was im Dialekt gehört habe. Und als die Frage dann aufkam, kommt sie aus Ostdeutschland, da klickte das und deswegen habe ich mich für das Ja entschieden. Das ist Robin. Robin ist Erzieher. Robin, kommst du aus Ostdeutschland? Nein. Also ich komme aus Augsburg, aus Bayern. Hätte ich nicht gedacht. Ne? Also tut mir auch total leid, sollte ja auch nicht böse rüberkommen. Mein Mitarbeiter, der ist tatsächlich 1:1 eine Person. Sonst ist dir nichts aufgefallen? Bitte? Wie meinst du das? Ich war super gespannt, mit welchen Pronomen die Leute mich ansprechen. Also ihr habt unterschiedliche Pronomen verwendet, zum Teil sie und zum Teil er. Also meine Pronomen sind er und ihm, ich bin ein Mann. Ich war mir erst sicher, dass er eigentlich ein Mann war, was er ja auch ist, ne? Dass er einer ist. Und wo er gesprochen hat, weil er diese sehr hohe Stimme ja hat, habe ich mir echt gedacht, oder ist das doch eine Frau?
Fühlst du dich schlecht dabei, wenn ich dich fragen würde, bist du ein Mann oder eine Frau? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, zu einem gewissen Teil ist es schon frustrierend, dass es nicht gesehen wird. Mhm. Aber die Situation, bis es dahin kommt, dass es klar ist, welche Pronomen ich habe, die ist viel unangenehmer. Okay. Also die Menschen, die fragen mich nicht, welche Pronomen ich habe. Meistens umgehen sie es einfach und verwenden dann nur meinen Namen oder schlängeln sich dann irgendwie so durch. Es ist ja halt das Männliche, dass man vielleicht nicht auf einmal das sieht. Jetzt geht's mir gut, habe ich gute Informationen und das ist super. Also das ist für mich schon so ein Beispiel, dass Menschen viel in weiblich und männlich denken. Dass da einfach die Schubladen viel zu eng sind und es gibt auch noch viel zu wenig Schubladen im Endeffekt, weil es ja nicht nur weiblich und männlich gibt. Da geht es dann eben auch um Anerkennung der eigenen Identität. Ne? Also wenn man ein Bild, eine Identität hat, dann möchte man, dass die anerkannt wird und gespiegelt wird und nicht hinterfragt wird. Und das ist vor allen Dingen immer dann schwierig, wenn die nicht eindeutig für andere erkennbar ist. Ne? Und wenn man immer und immer wieder Nachfragen beantworten muss. Das ist total unangenehm. Das ist ganz viel Alltagsarbeit, die man leisten muss, ohne sich das ausgesucht zu haben. Wir sind mit unserem Urteil über andere Menschen oft ganz schön schnell. Jetzt geht es um Vorurteile gegenüber ganzen Gruppen. Zum Beispiel Frauen, Arbeitslose oder Geflüchtete. Ich möchte von euch jetzt wissen, ob ihr schon mal so gedacht habt. Und wenn ihr sagt, ja, so habe ich schon mal gedacht, dann geht ihr auf diese Seite. Und wenn ihr der Meinung seid, so habe ich noch nie gedacht, dann geht ihr auf diese Seite. Die erste Aussage. Menschen, die vegan leben, halten sich für etwas Besseres. Das überrascht mich, dass du auf der anderen Seite stehst. Mir ist es schon sehr häufig begegnet, dass ich das erlebt habe, dass mich Leute belehren möchten, die vegan leben. Und mir auch ein schlechtes Gewissen machen möchten, dass ich Fleisch esse, dass ich Butter esse, dass ich Milch trinke, dass ich Lederschuhe trage. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo es mich manchmal einfach nervt, dass ich denke, ich muss mich einer Minderheit dann unterordnen. Das kann ich leiden. Wie wurdest du dann belehrt? Ja, dass das nicht in Ordnung ist, wenn ich Fleisch esse. Zum Beispiel. Also wurde das so zu dir gesagt? Genau. Also ich erlebe das selber, ich lebe vegan. Und merke, sobald ich gefragt werde, warum, dass ich sofort in irgendwie so eine Rechtfertigungsposition komme. Ich glaube aber auch, dass die Menschen, die nicht vegan leben, sich dann einfach schnell angegriffen fühlen und da nicht weiterdenken wollen, weil sie denken, sie werden angegriffen. Ich bin jetzt keine Veganerin, ich bin keine Vegetarierin, aber ich achte schon doch sehr drauf, was ich esse. Und ganz viele Menschen fühlen sich dadurch dann angegriffen. Ach, du isst dann eh nur Salat und mit dem gesunden Zeugs. Und das ist schon der Fall. Also auch wenn ich eigentlich nur was Gutes mitteilen wollte, wird das aber schnell aufgenommen, was du machst. Und wenn du jetzt eine Gesellschaft einlädst oder Verwandte einlädst, wir haben in der Verwandtschaft auch Veganer, dann gehen immer alle schon mal innerlich auf Zehenspitzen, weil es muss auf jeden Fall, wenn es Kuchen gibt, ein veganer Kuchen dabei sein. Könnte sein, vielleicht, wenn man sich das bisschen lockerer nimmt und sagt, eigentlich, das ist ein Argument, die ich ja vielleicht nicht zulassen kann, weil ich das vielleicht selber mich aus den alltäglichen Gewohnheiten sehr schwer fällt, mich zu verabschieden. Also natürlich kann ich das verstehen, wenn es ums Tierwohl geht oder ich weiß nicht was, ne, so. Und dann, ich kaufe eher Biofleisch oder irgendwie sowas, weil mir das dann auch wichtig ist, ne? Ich möchte nicht belehrt werden, dass die eine Form des Lebens richtig ist und die andere nicht. Also ich würde jetzt niemals sagen, oh Gott, diese Biene isst Fleisch. Und merke aber auch, dass du direkt sagst, ja, ich achte schon drauf, was für ein Fleisch ich esse. Ich fang schon an, mich zu rechtfertigen. Genau. Und im Endeffekt habe ich dir nur gesagt, dass ich vegan lebe. Ich finde, du kannst vegan leben und ich kann Fleisch essen. Und wir können beide nebeneinander herleben. Es ist für uns wichtig, dass wir das, was wir tun, denken, fühlen, immer als die bestmögliche Lösung wahrnehmen. Sonst können wir für uns selbst gar nicht begründen, warum wir nicht was anderes tun. Ne? Also wir brauchen diese Bestätigung, dass das, was wir machen, das Beste ist und das Richtige ist. Und die erreichen wir meistens am leichtesten darüber, indem wir sagen, was die anderen falsch machen, was am anderen nicht so gut ist. Da findet also auf beiden Seiten so eine Art von Rechtfertigung statt und kein Austausch. Und das ist auch ganz typisch, dass wir eben, wenn wir miteinander reden, gar nicht unbedingt darauf aus sind, zu einem Kompromiss zu kommen, sondern vor allen Dingen darauf aus sind, uns selbst zu bestätigen und zu berichten. Entstehen auch so Vorurteile? Ja. Also ganz klar, aus diesem Bedürfnis, das Eigene und das Selbst zu begründen und zu rechtfertigen,
leiten wir mitunter Überzeugungen über die anderen ab, von denen wir nichts wissen oder für die wir überhaupt keinen Grund haben. Die nächste Aussage lautet: Frauen sind emotionaler als Männer. Gut, sind sich alle sicher? Warum sagst du nein? Also ich kann einfach nicht ja sagen, weil ich selber sehr emotional bin. Okay. Und deswegen stehe ich auf nein. Also ich denke ja, weil das ist mein persönliches Empfinden tatsächlich, dass Frauen immer ein bisschen emotionaler sind wie denn tatsächlich Männer. Es gibt ja genauso gut Frauen, die so hart sind, dass man die gar nicht, okay, alles klar, aber das hat nicht unbedingt jetzt mit Frau oder Mann zu tun, sondern vom Charakter her. Aber in diesem, was ich erlebt habe in meiner sozialen Umgebung, waren die Frauen eher so emotionaler und das war auch begrüßt worden. Ne? Also das war auch willkommen, dass sie das zeigen. Also aber ich glaube noch nicht mal, dass Frauen emotionaler sind. Ich glaube, Frauen sind einfach ehrlicher. Ich habe 4 Schwestern und 2 Brüder und da wurde mir das tagtäglich vorgelebt, dass Frauen Powerfrauen sein können. Irgendwie erfahre ich es ein bisschen am eigenen Leib. Ich merke, seit ich meine Hormonbehandlung kriege, also das Testosteron, dass sich meine Emotionalität verändert hat. Also seit Hormonbeginn konnte ich erst mal 5 Monate nicht weinen. Ich glaube nicht, dass Männer weniger emotional sind, aber ich glaube, dass sie, wie es ausgelebt wird, anders ist. Ich glaube, die wenigsten Männer leben das einfach aus und fressen das einfach vielleicht auch in sich hinein. Und da kommt der innere Scham. Ja. Kommt da durch. Kommt der bei dir auch durch? Nee, nee, überhaupt nicht. Also wenn ich mir eine Romanze angucke, dann traue ich mich auch im Kino die Tränen laufen zu lassen. Okay. Ganz klar. Das schöne Vorurteil, Frauen sind emotionaler, da gibt es sehr viel zu sagen. Emotionalität wird hier ja auch als eher etwas Positives wahrgenommen, ne? Etwas, was man zulassen kann. Und damit ist es ein scheinbar positives Stereotyp über Frauen. Und gleichzeitig ist es eins, was Frauen mitunter sehr, sehr schaden kann. Weil wenn Frauen zum Beispiel Wut ausdrücken, dann sind die einfach nur unkontrolliert und emotional. Wenn Männer Wut ausdrücken, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann haben die auch einen guten Grund dafür. Das heißt, dass beim gleichen Anlass zum Beispiel der Ausdruck von Emotionen ganz anders beurteilt wird und auch andere Konsequenzen hat. Männer werden wirklich ernster genommen, wenn die wütend sind und Frauen eben nicht. Und das kommt aus einem scheinbar positiven Stereotyp, nämlich dass man die Frauen die Fähigkeit zu wahrer Emotionen zuschreibt und Männer die eher abschreibt. Gibt es jemanden, der die Position verändern würde? Okay. Ich glaube, ich gehe hier rüber. Ich glaube, Männer sind genauso emotional wie Frauen. Wir leben es nur nicht so. Genau. Aber die Frage ist ja, ob wir schon mal so gedacht haben. Ja. Also wenn ich jetzt so meinen Stand jetzt ist, nein, Frauen sind nicht emotionaler als Männer. Aber ich habe mich schon dabei erwischt, so zu denken. Ja. Vielen Dank. Wieder auf der Ausgangsposition. Die Aussage: Wer das Gender-Sternchen benutzt, will anderen seine Meinung aufzwingen. Warum hast du schon mal so gedacht? Stehe ich schon wieder hier so alleine. Sagen wir mal so, mich nervt diese Diskussion eher, dass ich immer jetzt innen dann dranhängen muss. Ich finde, wir können auch nur die weibliche Form benutzen. Wir haben Jahrhunderte, Jahrtausende immer die männliche Form benutzt. Jetzt nehmen wir mal nur die weibliche Form. Aber dann ist das eine Art der Diskriminierung der anderen, die jetzt nicht der so Männer, heißen. Ja, Männer, da müsst ihr halt mit leben. Ja, und mir zum Beispiel ist es super wichtig zu gendern, weil ich einfach da auch niemanden ausschließen möchte. Nur weil ich das Gender-Sternchen nicht benutze, heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass ich irgendwelche ausgrenze. Ich würde die weibliche und die männliche Form benutzen. Auch nicht gut. Ich glaube, dass zu wenig Wissen darüber besteht, wie viele Spektren es eigentlich gibt bei den Geschlechtern. Und wenn da mehr aufgeklärt wird, glaube ich, verstehen auch die Leute mehr, warum Gendern überhaupt wichtig ist. Wenn wir jetzt nur sagen würden, okay, Ärzte und Ärztinnen, dann würde das halt alles, was zwischendrin liegt, ausschließen. Dann gibt es nur die männliche und die weibliche Form. Aber was verändert es in unserem Denken, wenn wir innen dranhängen? Verändert es wirklich etwas in unserem Denken? Denken wir dann Männer und Frauen oder denken wir einfach nur, okay, innen? Es hat ja mit der grundsätzlichen Haltung zu tun. Ich wollte noch mal daran erinnern, es geht um das Aufzwingen. So, ist ja auch nur eine Aufklärungsarbeit, dass man dann sagt, naja, das ist halt so und so. Ne? Und ich finde, das ist kein Aufzwingen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das sehr verletzt.
Ja, die einen gehen da locker drüber und es gibt Menschen, die das wirklich verletzt, weil die dann einfach sagen, pass mal auf, ich fühle mich einfach nicht dazugehörig und ich finde, da sollte man heute viel mehr Wert noch drauflegen. Ich würde dann eher Kollegen und Kolleginnen sagen. Irgendwie, ich finde diese Wortschöpfung, die da auch manchmal rauskommen, denn immer mit diesem Innen hinten, eher nervig. Aber was genau nervt dich dran? Innen. In der Sprache was zu verändern, das ist eigentlich super leicht. Da ist dann noch mehr, was dahinter steckt. Warum die Menschen es nicht können oder warum sie da so drüber stolpern. Da treffen Werte aufeinander. Ne? Da geht es um eher traditionelles Verständnis von Geschlecht und einem neuen Verständnis, einem anderen sich verändernden Verständnis. Und das fällt nicht jedem so leicht. Wir haben auch Schüler, die noch nicht richtig sich entscheiden können, ob die jetzt Schüler oder Schülerinnen sind dazwischen. Ja. Solche Beispiele haben wir auch. Dann sind die ausgeschlossen aus meiner Ansprache. Wenn aber fühlen die sich bei Sternchen innen dann immer angesprochen, weiß ich jetzt auch nicht. Also wer definiert das, dass das genau für Sie denn gilt? Also über die Genauigkeit der Definition für mich ist zweitrangig, ja, weil ich sehe als Möglichkeit, dass alle mit diesem Begriff sich beteiligen fühlen. Und das ist mir das Wichtigste. Ich werde diese komischen Sprachschöpfungen wahrscheinlich immer komisch finden, aber diesen Bereich, dass es eben Menschen gibt, die sich dann nicht gesehen fühlen, das finde ich schon interessant und auch sicherlich bedenkenswert oder würde gerne ins Gespräch darüber gehen auch. Mhm. Die nächste Aussage lautet, schwarze Menschen können schöner singen als weiße Menschen. Also ich bin mit dem amerikanischen Hip-Hop groß geworden und ich kenne halt nur farbige Künstler und vielleicht eine Handvoll Europäer, Weiße, die guten Hip-Hop spielen. Von daher muss ich auch sagen, ja, Farbige singen besser. Was sind also keine Farbigen, sondern schwarze Menschen können schöner singen als weiße Menschen? Aber meines Erachtens nach, es gibt mehr schwarze Menschen, die sehr gut singen, anstatt weiße Menschen. Aber das finde ich überhaupt nicht. Nee. Also ich müsste mich jetzt erstmal einstellen von der Pike auf lernen, weil wenn ich singe, laufen alle weg. Aber die können das einfach schon von Kind an. Alle. Viele. Ist doch eigentlich eine schöne Aussage. Schwarze Menschen können schöner singen als weiße. Ja, ist rassistisch. Wir wissen, es gibt keine genetischen Marker, es gibt keine genetischen Unterschiede zwischen Gruppen von Menschen im Sinne dessen des Rassebegriffs, das gibt es nicht. Und das gibt es auch nicht für Talent, auch nicht für schnelle Laufen oder fürs Ausdauerlaufen, das gibt es alles nicht. Und ich vermute, wenn man da eine negative Eigenschaft genannt hätte, hätten die sich auch nicht so aufgestellt. Rassismus lässt sich leichter äußern, wenn er positiv ist. Aber wir weißen Menschen, wir brauchen Gesangsunterricht. Die schwarzen Menschen, die wachsen in ihrer Kultur mit Musik auf. Die kennen es gar nicht. Das ist ja wieder, weil du so denkst. Und du kannst ja nicht sagen, dass alle schwarzen Menschen gut tanzen oder singen können. Das ist nur deine Meinung aus dem Einfluss von Fernsehen, aus dem Einfluss von Clubs besuchen, aus deiner eigenen Umgebung. Aber ob man das wirklich auf die alle schwarzen Menschen auf diesem Planeten so sagen kann, das kann ich nicht bestätigen. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, dass wir da auch so tatsächlich irgendwie so Bilder im Kopf haben und die bedienen. Ich glaube, das ist ein Stereotyp. Ich bin Musikpädagogin und ich habe, ob ich jetzt schwarze Schüler da sitzen habe oder weiße Schüler oder keine Ahnung, wo die herkommen, jeder gibt sich Mühe und findet es gut zu singen oder findet es eben, ist es nicht sein Medium. So, und ob sie nun schöner oder weniger schön singen können, ich würde gar nicht auf die Frage kommen. Bislang haben wir darüber diskutiert, welche Vorurteile wir gegenüber anderen haben. Jetzt geht es darum, was passiert, wenn wir selbst das Ziel von Vorurteilen sind. Und ich fange an, die erste Aussage lautet, ich wurde wegen eines Vorurteils schon mal benachteiligt. Wenn ihr dem stark zustimmt, dann geht ihr sehr weit rein. Wenn ihr dem gar nicht zustimmen, bleibt ihr draußen stehen. Also, ich gehöre der Minderheit der Sinti und Roma und tatsächlich erlebte ich massiven Diskriminierungen. Wie sah die aus? Das sind die Vorurteile, die über Sinti und Roma bei der Mehrheitsgesellschaft
beherrschen. Und wenn man das kennt, also wenn man sich dann outet sozusagen, wie es hinter oder rum, hat man tatsächlich immer noch die Blicke, also man muss doppelt so gut machen wie die andere, dass man überhaupt akzeptiert wird oder würdig wird. Und man muss sich viel mehr positiv zeigen, dass man was macht. Und das merke ich auf jeden Fall. Ich wurde nicht direkt benachteiligt, aber mir wurde schon gesagt, in der Zeit, wo ich studiert hatte, ob ich nicht lieber was anderes studieren sollte oder was anderes machen sollte, aufgrund, dass ich eine Frau bin. Ob ich nicht mich mehr umgeguckt habe, dass hier nur Männer seien. Und du eigentlich nicht dazugehörst. Ja. Warum seid ihr drei denn draußen? Also ich hatte nie eine Situation, dass ich Dinge nicht tun konnte, aufgrund dessen, dass ich so bin, wie ich bin. Ich glaube, dass das jeder kennt von uns, solche kleinen Situationen, wo man das Gefühl hat, irgendwie werde ich jetzt benachteiligt oder ist es eigentlich irgendwie, oder habe ich nur das Gefühl? Es wird einem, glaube ich, in der Situation selten direkt so gesagt. Also bei mir gab es die Situation, ich war auf Wohnungssuche und habe direkt reingeschrieben, dass ich Transmann bin, weil in meinen Dokumenten noch mein alter Name steht und noch das weibliche Geschlecht. Und ich habe auf keine einzige Anfrage eine Antwort bekommen. Und irgendwann habe ich überlegt, ob es vielleicht daran liegt und habe das nicht mehr reingeschrieben. Und ab da habe ich Antworten bekommen. Aber du sagst nicht, dass es eine Benachteiligung war? Weil ich nicht weiß, ob es daran lag. Das ist meine Vermutung. Okay. Hast du dich denn so gefühlt in dem Moment? Ja. Also würde ich jetzt eigentlich nach vorne gehen. Darf ich noch verändern? Ja. Das ist etwas, was wir ganz oft beobachten bei Personen, die stigmatisierten Minoritäten angehören, dass ich in der Situation selbst das nicht weiß, werde ich jetzt gerade benachteiligt oder nicht. Und damit habe ich erstens einen Wahnsinnsaufwand, immer Sinn aus meinen Erlebnissen zu machen und kein eindeutiges Feedback. Und wenn mein Feedback nicht eindeutig ist, weiß ich auch nicht, soll ich mich verändern oder nicht. Ja? Und das führt ganz oft zu Vermeidung. Also ich versuche Situationen dieser Art zu vermeiden und mich in Gegebenheiten zu begeben, in denen es eindeutig ist. Die nächste Aussage: Ich bin optimistisch, dass wir Vorurteile überwinden können. Je mehr ihr dem zustimmt, desto weiter geht ihr in die Mitte. Ich bin optimistisch, dass wir Vorurteile überwinden können. Wir haben jetzt das umgekehrte Bild, auch das ist interessant. Jetzt seid ihr Wein in der Mitte, deutlich. Wie kommt das? Ja, ich finde definitiv, desto mehr man mit einem Thema im Dialog steht, desto mehr kann man auch bewirken und es verändern. Aber ich habe gelernt, dass ich auch ganz oft auf Granit stoße und dass das eigentlich nichts bringt. Also ich glaube, dass wir alle Vorurteile haben, dass ich auch Vorurteile habe. Ich werde jetzt auch nicht vegan. Aber ich glaube, dass tatsächlich dadurch, dass man in den Diskurs geht, dass man miteinander Themen anreißt, dass man spricht miteinander, dass sich Positionen verändern können, das glaube ich ganz bestimmt. Dass wir Menschen darauf angelegt sind, dazu zu lernen. Wenn ich die Geschichte jetzt zum Beispiel der Sinti und Roma betrachte, die über 650 Jahre alt ist, so lange leben die Sinti und Roma in Deutschland zum Beispiel, dass noch so tief verwurzelt und teilweise Hass da ist, dass es so überhaupt nicht zu tolerieren ist. Da sehe ich auch, dass sehr wenig Leute leider bereit sind, tatsächlich ihren eigenen Bild im Spiegel zu sehen. Vor allem geputzten Spiegel, wenn es geht, bitte. Ich glaube, es gibt einen großen Teil, der da auch dazu bereit ist, aber auch nicht jedes Vorurteil aus dem Weg zu schaffen. Weil vorurteilsfrei zu leben heißt ja, wenn dann, dass man überhaupt keine Vorurteile mehr hat. Aber ja, dann dürfte ja keiner mehr irgendein Vorurteil haben. Und das glaube ich nicht, dass passiert. Ich wäre auch gerne optimistischer dabei. Ich glaube aber, die Überzeugung, das kriegen wir schon ganz schnell geregelt, wir müssen nur miteinander reden, das ist zu leicht und das ist auch ein bisschen naiv. Wir können jetzt entweder versuchen, am Einzelnen wegzutrainieren, bitte kategorisiere nicht oder wenn du kategorisierst, bitte benutze keine Vorurteile. Oder wir können sagen, nein, wir schaffen eine Gesellschaft, wo diese Vorurteile nichts mehr helfen. Also eher dazu zu gucken, was in unserer Gesellschaft führt zu Chancengleichheit und was verhindert diese. Vorurteile entstehen, indem man nicht Wissen hat. Ich werde darüber nachdenken, dass man doch jemanden schnell in eine Schublade schiebt. Ich finde, das Schönste wäre, wenn es genau eine Schublade gibt, in der alle Menschen drinstecken. Da sind schon auch Stereotypen, die ich vielleicht auch noch mal bedenken kann, überdenken kann. Jeder muss von sich selber erst mal diesen Anfangsschritt machen,
dass sich da überhaupt irgendwas gemeinsam ändern könnte.